ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte exklusiv für Sie zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. So, da geht's ja auch schon wieder los, unsere 15-15-Show und damit recht herzlich willkommen zur ersten Schnäppchenjagd des heutigen Tages, denn wir haben in den kommenden knapp 30 Minuten alles, wirklich alles, was Sie jetzt gleich zu sehen bekommen, auf gerade mal 15 Euro herunter reduziert, ganz gleich, was das vor ein paar Augenblicken noch gekostet hat. Und eine gute Nachricht schiebe ich noch hinten dran. Sie können sogar gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen, es sei denn, wir sagen Ihnen etwas anderes. Heute hat sich Rebecca mal die Mühe gemacht, hat mal ein bisschen was Schönes, Interessantes für Sie rausgesucht. Da sind tolle Sachen dabei. Wir schauen uns das Ganze an, nachdem uns ein Licht aufgegangen ist. Es schlägt wieder 15. Ja. Jetzt mit Licht aufgegangen, Merve oder die Laternen? Jetzt, wo du es sagst, jetzt, wo du sagst, meinte ich natürlich Merve. Schau mal. Oh. Ja? Eigentlich ist es eine 4-in-1-Lampe. Ich dachte, er würde Merve meinen. Ja, dachte ich auch. Aber meine, ich wurde enttäuscht. Naja, aber dieses Produkt, das ist natürlich auch wunderbar, um ein Licht aufgehen zu lassen. Es ist eine Akku-LED-Camping-Laterne, die aber auch für jeden anderen Anwendungsbereich immer gut zu haben ist. Heißt aber deswegen Camping-Laterne, weil gerade im Campingbereich wollen wir ja möglichst viel in ein Produkt packen können. Also möglichst viel oder möglichst wenig mitnehmen müssen. Und hier haben wir ganz viele Lichtfunktionen in einem. Hier natürlich ein klassisches Licht, was super ist, weil es eine 360-Grad-Rundumbeleuchtung ist. Sprich, du kannst es wunderbar hinhängen, ein Zelt beispielsweise erleuchten oder mal einen ganzen Tisch. Und Sie sehen, wir haben sogar ein Warnblinklicht mit dabei in Rot. Der Hammer ist jetzt aber hier, dass wir nicht nur eine super gute, große, flexible Lichtquelle haben, sondern auch eine Stromquelle. Wir haben hier sogar eine Powerbank mit dabei. Ach. Heißt, du kannst auch deine USB-betriebenen Geräte hier laden. Da haben wir so eine kleine Lasche, da kommen dann plötzlich die USB-Anschlüsse oder der USB-Anschluss zutage. Also super praktisch. Ich liebe es auch, dass die so robust gestaltet ist, dass du sie einfach hinstellen kannst, dass du sie tragen kannst, dass du sie auch so mal umher tragen kannst. Also wirklich eine gute, richtig gute Lampe. Ja. Ich bin gerade begeistert, wie hell die auch ist. Ja, ne? Also das ist jetzt nicht einfach mal so ein kleines Lichtlein, sondern wie Carsten das schon so schön gesagt hat, es geht wirklich ein Licht auf. Ja. Also hier kann man wirklich mal das Zelt oder den Zeltvorraum einfach mal im Campingbereich alle möglichen Bereiche ausleuchten. Finde ich, muss man gar nicht nur zum Campen benutzen, kann man auch schön mal draußen auf der Terrasse, auf dem Balkon hinstellen, weil ist auch robust. Also die hat hier unten so eine Gummifassung und damit kann nichts passieren, wenn die auch mal runterfällt, hält die das aus. Ja, was ich super fand, das haben wir eben im Zuspieler kurz gesehen, dieses rote Licht, dieses rote Blinklicht. Ich hatte mal eine Reifenpanne und irgendwann nach 2-3 Stunden oder was war natürlich auch mal meine Batterie am Ende angekommen. Und dann stehst du dann da im Dunkeln mitunter, also auch bei in so einer Situation, wenn sie mal einen Unfall haben oder mal in einer Notsituation sind, ist vielleicht ein Licht, was auf sie aufmerksam machen kann, mal eine durchaus brauchbare Idee. Sehr beliebt bei uns, gerade auch in den Campingsendungen, aber natürlich multifunktional einsetzbar. Unsere 3-in-1 LED-Akku-Campingleuchte mit Powerbank-Funktion für die USB-Geräte. Das Ganze mehr oder weniger unverwüstlich und wind- und wetterfest für gerade mal 15 Euro das Stück. Das ist ein tolles Angebot jetzt hier in unserer 15-15-Show mit der NX9104. Und der 569. Heute Morgen kommen wir hier in den Sender rein. Also es ist kalt hier. Leckerer heißer Tee wäre eine super Idee, oder? Ach, Sie haben keine Teekanne? Dann schauen Sie jetzt mal genau hin. Es steckt wieder 15. Nicht nur richtig hübsch, ich mag auch die Funktionsweise. Warum? Wir haben hier, vielen Dank, Merve, gerne, eine Teekanne, die ein Teesieb schon integriert hat. Schau mal hier. Ja, da siehst du es. Und weißt du, das Tolle ist, du musst nicht umständlich, wenn du deinen Tee hier hast ziehen lassen, erstmal noch den Beutel rausnehmen und dann ist das eine Riesensauerei, wenn du versuchst, den Teebeutel um den Löffel zu wickeln, damit du das irgendwie ausfringen kannst und so weiter und so fort. Hier hast du das Teesieb, wie gesagt, integriert und machst dann einfach diesen hier, das sehen Sie hoffentlich, hier, so.
und dann hake ich das hier ein. Och, das kann man dann ist mein T-Sieb hier draußen. Ich dachte mir schon, der zieht ja die ganze Zeit weiter. Das soll er ja eigentlich gar nicht. Aber dass man den so hochnehmen und fixieren kann, ist natürlich klasse. Das finde ich super clever. Und wie gesagt, diese Teekanne ist so schick, dass ich die wunderbar finde, um sie mal mitzunehmen direkt ins Wohnzimmer. Da musst du auch nicht warten, bis der Tee fertig gezogen ist. Das wäre meine nächste Geschichte gewesen. Ja, immer noch mal zurück ins Wohnzimmer, noch mal 5 Minuten vor die Glotze setzen, dann wieder in die Küche laufen. Ist mir alles viel zu umständlich. Ich vergesse dann auch, dass ich mit Tee gemacht habe. Also wenn ich meinen Tee mache und den in der Küche stehen lasse und dann irgendwie noch was anderes erledige, weil ich mir denke, okay, der Tee zieht jetzt, dann vergesse ich den Tee. Und dann ist er kalt und zu lang durchgezogen. Das schmeckt er nicht mehr. Nee. Ja, geht mir auch ganz oft so. Deswegen finde ich das eine super praktische Sache. Und wisst ihr, was ich auch liebe, wenn wir Küchenprodukte haben, die Spülmaschinen geeignet sind. Oh, sehr gut. Und das kannst du dann einfach in der Spülmaschine auch reinigen. Also wirklich super einfach. Also das ist wirklich eine tolle Teekanne. Nicht nur, weil sie optisch gut aussieht. Hier gerade zum Beispiel auf diesem Tisch platziert, neben den Plätzchen. Also auch gerade, wenn du mal so ein Teekränzchen machst beispielsweise, zum Teetrinken einlädst. Da sieht das doch richtig schick hier aus. Ne? Ja, und gerade ich mag das auch, wenn man einfach ein bisschen mehr Tee gleich hat. Klar ist so eine Tasse Tee auch schön, aber wenn man sich gleich ein bisschen mehr Tee machen kann, weil man ja dann doch vielleicht auch mehr als eine Tasse trinken möchte oder in Gesellschaft Tee trinkt, ist es einfach schön, wenn man gleich eine Teekanne macht. Und mein Papa zum Beispiel macht sich auch immer eine große Teekanne. Räubusch, mein Lieblingstee ist zum Beispiel Räubusch, ist Räubusch Vanille. So, und das ist ja dann auch, wenn man Tee schon in solcher Menge vor sich hat, dann trinkt man auch gleich mehr. Aber wenn man sich immer eine Tasse neu machen muss, dann bleibt es halt in der Regel bei einer Tasse Tee. Aber jetzt, wenn es so kalt wird, ich meine, wir hatten heute Nacht 0 Grad, da trinkt man dann doch schon mehr Tee als nur eine Tasse. Ja. Und ich meine, gerade wenn du nur eine Tasse Tee machst, meistens nimmst du dann ja auch diese Fertigbeutel. Genau. Ne? Und ich finde losen Tee total super. Ich liebe das, in so Teeläden zu gehen. Ja. Und dann hast du da diesen Duft von sämtlichen Gewürzen und Teezutaten und Komponenten. Ich finde das so toll, losen Tee zu kaufen. Und ich meine, wenn es so einfach ist, losen Tee auch zu verwenden, dann ist das doch genial. Also so macht das richtig Freude, Tee zuzubereiten mit einem losen Tee, ohne lange Ziehzeiten zu beachten, ohne nochmal aufstehen zu müssen, sondern einfach, indem Sie hier dieses Teesieb nach oben einklemmen. Also wirklich clever gemacht. Das ist schon großartig. Ich kenne diese Tee-Eier, wo man auch diesen losen Tee reinfüllt und dann so in die Tasse oder eben in die Kanne oder sowas reinlegt. Wenn du das rausnimmst, tropft es ja trotzdem immer alles voll. Ja. Das hier ziehst du einfach nur hoch und wenn sie fertig sind mit ihrem leckeren Tee und genug haben, dann stellen sie das Ganze ganz einfach in die Spülmaschine und gut ist die ganze Geschichte. Knapp 30 Euro, ich runde mal kaufmännisch bei den Kollegen von Pearl.de. Knapp 15 Euro, ziemlich genau sogar, 15 Euro bei uns in der 15-15-Show. Das nenne ich persönlich mal Schnapper. Fast die Hälfte des Preises gespart. Die NC 29,67 und die 569. Ja, und Merva hat es gerade schon angesprochen. Es ist richtig kalt geworden, zum Teil schon an die 0 Grad mitunter. Und glauben Sie mir, wir Menschen sind nicht die Einzigen, die bei diesen Temperaturen frieren. Auch die Achtbeiner, die suchen jetzt ein schönes warmes Plätzchen bei Ihnen zu Hause. Wenn es soweit ist, haben wir genau das Richtige für Sie, um die Spinne wieder loszuwerden. Es schlägt 15. Insekten, die du nicht so gerne anfassen möchtest. Ja. Vielen Dank. Oder was mein Problem immer ist, wo ich einen Sicherheitsabstand anhalte. Ich kann keine Spinne mit einem normalen Glas einfangen. Das geht nicht. Das die ist sind ein ja Gefühl, auch schnell manchmal. Wenn ich die in der Hand hätte, nee, das geht gar nicht. Und deswegen finde ich das super, dass wir hier einen Insekten- und Spinnensauger haben, der mir einen notwendigen Sicherheitsabstand von 20 Zentimetern gewährt. Was ja schon mal gut ist, um einen gewissen Vorsprung zu haben. Ja. Auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Und für alle, die die kleinen Biester so richtig nerven, gibt es hier, siehst du das, ein Hochspannungsgitter auch noch. Also da ist dann Schluss. Da ist dann wirklich aus. Also diese Spinne kommt nicht mehr zurück. Rein und nie wieder raus. Ja. Ja gut, du kannst sie wunderbar auch ausschütteln dann. Ja. Ne? Draußen oder über dem Mülleimer. Wenn du es vorsichtig machst, geht das auch so. Ne? Aber ich denke jetzt auch mal an diverse Käfer oder sowas alles. Genau. Ja, oder auch meine Fliege im Sommer oder so, die dich ja auch furchtbar nerven kann. Ja.
Da ist so ein Sauger schon mal eine praktische Angelegenheit, bevor du die zermatscht mit der Zeitung oder so. Ja, ich habe zum Beispiel... Ist doch so ein Sauger angenehmer. Ich habe zum Beispiel gerade so eine Marienkäfer- und Stinkwanzenplage. Stinkwanzen? Diese Stinkwanzen. Ja, da muss er auch aufpassen. Und die möchte man ja partout nicht anfassen, weil egal, ob du eine Küchenrolle dazwischen hast, zwischen Wanze und Finger, deine Finger sind einfach von dieser Wanze, ja... Also eingemüffelt. Ne? So, ja. Und hiermit könnte ich ja einfach überall hingehen mit dem schönen Sicherheitsabstand und alles wegsaugen. Und man muss die kleinen Tierchen eben nicht anfassen. Im dunkelsten Eck sogar. Du siehst, du hast eine kleine Lampe. Ja. Die geht dann auch automatisch an, sobald du hier das Gerät einschaltest. Ah, da. Das ist ja auch cool. Das ist eine praktische Angelegenheit. Vor allem, ich finde mal eine Spinne oder irgendwie ein Tierchen oder was unterm Schrank. Ja. Ja, da musst du ja erstmal drankommen an die Stelle, wo das Tierchen sitzt. Und die sitzen ja eigentlich selten mal mitten am Wohnzimmerboden. Die sitzen ja schon irgendwo in den Ecken oder mal auf 2,50 Meter Deckenhöhe über der Gardine. Da kommen sie ja so ohne weiteres gar nicht dran. Da ist so eine Verlängerung großartig, besonders eine, die auch noch saugt. Und die Biester, die sie nun wirklich nicht unbedingt haben möchten, über das Hochspannungsgitter da innen drin, wo sie natürlich überhaupt gar nicht drankommen können, als Mensch auch ganz einfach dann vernichtet. Unglaublich beliebt bei uns im Programm, weil eben der Sicherheitsabstand da auch noch eingehalten wird. Ja. Nicht, dass ihnen die Biester noch das an den Arm abreißen oder so, Scherz. Ja, das also ist ja so. Schon brutal damit. Ja, ja. Ja? 15 Euro für unseren Insekten- und Spinnensauger mit der NX5748 und der 569 bekommen Sie den für 15 Euro nach Hause. So, und jetzt haben wir aber was richtig Helles für Sie. Es gibt Lampen und es gibt Lampen. Das ist jetzt mal eine richtige, ausgewachsene Lampe. Es schlägt wieder 15. Und daher im Kontingent begrenzt. Bitte nur einmal bestellen, aber das lohnt sich hier absolut. Wow, ich glaube, ich war. Wow, du siehst sie auch das erste Mal, ne? Ja. Ich glaube nämlich, ich war die Erste, die es auspacken durfte. Ich liebe das, wenn ich die Produkte als Erstes auspacken kann. Und dann habe ich eben gerade diese eine Lampe aufgeladen und kurz vor der Sendung habe ich dann mal gedacht, okay, guckst du mal, wie hell die ist. Und dann war Merve direkt daneben und ich sage so zu Merve, boah, die ist aber hell. Ja. Die hat einen Kegel, das ist unglaublich, also ein richtig großer Kegel und richtig hell. Also das ist fast schon Scheinwerferqualität auf jeden Fall. Liegt super gut in der Hand. Also Sie sehen, wir haben im oberen Teil so einen Griff und wir haben eine Lampe, die ein richtig schönes Gewicht hat. Ich finde Taschenlampen besonders toll, wenn die so ein wertiges Gewicht haben, wenn die nicht so leicht sind, sondern einfach richtig gut in der Hand liegen. Das tut diese Lampe hier auf jeden Fall. Sie sehen hier, wir haben sogar auch noch so Griffmulden mit drin. Also das ist eine schöne Lampe für eine Nachtwanderung oder beispielsweise mal im Auto zu haben, weil die einfach richtig hell ist. Übrigens verschiedene Lichtmodi haben wir auch. Wir haben hier den Fokus, wie ihr seht, den wir einstellen können. Das Strobolicht haben wir auch noch. Und gerade für so einen Waldspaziergang super geeignet, weil auch Spritzwasser geschützt, da passiert nichts. Oh, das ist praktisch. Das ist ja praktisch. Ist akkubetrieben, das heißt, ich muss also auch nicht alle zwei Wochen oder was neue Batterien kaufen. Pack die ganz einfach, wenn ich merke, die Leuchtkraft lässt langsam aber sicher nach. Dann nehme ich die einfach mal eben mit rein und hänge die mal eben kurz ans Netz dran. Nach einer Stunde oder zwei ist die an sich auch schon wieder komplett hochgeladen. Unglaublich praktisch, vielleicht auch mal für den einen oder anderen, der jetzt abends nochmal mit dem Hund rausgeht. Aber bei dir weiß ich, ist das der Fall? Ja. Ja, da ist es dann doch schöner, glaube ich, wenn man nicht so eine kleine Mini-Taschenlampe hat. Definitiv. Sondern mal eine richtig schöne, helle Lampe, wo du auch mal einen großen Bereich mit ausleuchten kannst. Genau, weil hier haben wir echt einen großen Lichtkegel und bei so einer kleinen Taschenlampe ist das einfach so. Du hast ja einen kleinen Punkt punktuell beleuchtet. Ja. Aber mein Hund liebt es wirklich, Schlangenlinien zu laufen und zickzack zu schnuppern. So, und dann müsste ich immer mit der Taschenlampe so hin und her leuchten, was ich ja leider auch mache, weil ich habe nicht eine solche große, ich habe so eine kleine. Und hiermit wäre der ganze Weg, der ganze Waldweg oder eben auch Spazierfeldweg ausgeleuchtet. Wow. Ist perfekt zum wirklich Spazierengehen mit dem Hund, aber auch so mal im Auto. Man braucht einfach immer mal eine Taschenlampe und wir kennen das alle, dann nimmt man die Handy-Taschenlampe. Ja, aber die geht ja 20 Zentimeter, leuchtet die aus. Aber nicht so, ich meine, ich leuchte da hinten gerade in die Regie und ich glaube, der Regie ist gerade ein Licht aufgegangen. Ja. Vor allem, ich finde das so krass, also Sie können das leider nicht sehen, aber schaut mal an die Decke, dieser Kegel. Boah. Das ist doch wirklich der absolute Wahnsinn, ne? Ja, wirklich. Und
bei der Leuchtdauer dann auch noch eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden zu haben, boah, ist auch nicht selbstverständlich, nee, vor allem nicht für diesen Preis. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Übrigens, Stürze von bis zu 1,5 Meter Höhe sind gar kein Problem. Sagt der Hersteller sogar, hält diese robuste Lampe definitiv aus. Also im Preis sind schon bei den Kollegen von Pearl.de normalerweise auch da noch ein Tick teurer. Aber aktuell für knapp 26 Euro bei den Kollegen von Pearl.de zu haben. Aber warum sollten Sie das tun, wenn Sie sie bei uns für gerade mal 15 Euro bestellen können? Sie denken nur bitte dran, ist unser Preisalarm. Das heißt, bitte nur einmal pro Besteller ordern mit der NX 9102 und die 569. So, und jetzt reden wir mal über das Trocknen von Wäsche, wenn Sie unterwegs sind. Ist ein Problem, dann schauen Sie genau hin. Es schlägt wieder 15. Sie kennen das. Sie sind irgendwo unterwegs und dann haben Sie einen Flecken irgendwie vom Abenddinner oder noch schlimmer, vorm Dinner. Hast du irgendwie einen Fleck auf die Bluse bekommen? Ja, dann musst du irgendwie gucken, dass du den Fleck wegkriegst und dann im Nachhinein die Bluse oder was auch immer auch getrocknet kriegst. Und da ist hier dieser Trocknungskleiderbügel perfekt. Also ihr seht, wie ein Kleiderbügel gemacht. Da kann ich dann die Bluse, die beschmutzt ist, die ich dann abgewaschen habe, die jetzt nass ist, kann ich hier einfach drüber hängen, stecke sie in die Steckdose rein und dann kommt hier ein gleichmäßiger Luftstrom raus. Der kann warm sein, der kann aber auch kalt sein. Das entscheiden Sie, je nachdem, um was für Textilien es sich handelt. Und dann können Sie das im Nu wieder trocken bekommen, ganz einfach im Hängen und dadurch natürlich auch weniger anfällig für Falten dann im Nachhinein. Also wirklich eine sehr, sehr praktische Sache, auch gerade in dieser Form, in dieser Gestaltung finde ich das total super. Und du sagst es, Carsten, für Reisen ist das natürlich auch perfekt, mal so einen Trockner dabei zu haben. Also wenn wir das mal überlege, gerade wenn man so unterwegs ist, aber du redest jetzt von Blusen, ich als Mann denke direkt an Oberhemden, die auch ganz gerne mal ein bisschen vollknösen, wenn du nicht aufpasst, Polohemden, T-Shirts, all das, was man eben zwischendurch ganz einfach mal sauber machen möchte und es wieder irgendwie trocknen muss. Gerade im sonnigen Süden hat man vielleicht nicht unbedingt eine Heizung zur Verfügung, dass man eben drüber legen kann. Ich habe Hotels gesehen und Unterbringungsmöglichkeiten, klar, bei den Temperaturen, die noch nicht mal eine Heizung hatten. Das ist eine unglaublich praktische Angelegenheit. Sie brauchen einfach nur eine Steckdose. Übrigens auch mal für zu Hause, wenn es vielleicht das Lieblingshemd dann am nächsten Tag zum wichtigen Termin um 8 Uhr morgens sein soll, und Sie holen es erst abends aus der Waschmaschine raus, muss auch das natürlich erstmal bis zum nächsten Morgen trocken sein. Ja. Dann hängen Sie es ganz einfach mal da drüber, dann ist es trocken. Im besten Fall ist es auch noch bügelfrei und dann können Sie es am nächsten Morgen sauber und gewaschen anziehen. Ja, ja, und wo wir den Urlaub angesprochen hatten, ich habe mal gerade hier diese Bügel abgenommen. Also ihr seht, passt wunderbar in die Reisetasche. Oder auch mal in die Aktentasche vielleicht auch. Also das ist wirklich super gut gemacht und auch zu Hause ein Geheimtipp, wenn Sie ganz empfindliche Textilien haben, wie beispielsweise Seide. Oh. Da darfst du ja sowieso nicht bügeln, aber hier mit diesem Luftstrom kannst du schonend diese Seidentextilien beispielsweise auch trocken kriegen. Also wirklich gut zu haben für 15 Euro, nimmt man das Ganze einfach mal mit. Unser Wäschetrockner Kleiderbügel mit warmer oder auch mit kalter Luft können Sie einstellen für gerade mal 15 Euro, auch gerne mehrmals bestellbar übrigens. Mit der NX 3318 und der 569 ein kleiner Helfer in der Not. Und ich möchte wetten, das ist auch der nächste Artikel für all diejenigen, die von Ihnen noch am Computer mit Disketten arbeiten. Wie soll ich die denn abspielen? Damit, es schlägt wieder 15. Ja, oftmals scheitert es ja auch daran, wenn du irgendwie Disketten wiederfindest, du kannst sie nicht wegschmeißen, bevor du nicht drauf geguckt hast. Ich habe kein Laufwerk mehr zu Hause, was, um Gottes Willen, da so drauf ist. Ja. Ne? Und da ist so ein USB-Diskettenlaufwerk natürlich perfekt. Sie sehen ein super schlankes Format. Mhm. Da stecken Sie ganz einfach an Ihren PC über dieses USB, über diesen USB-Anschluss und dann können Sie die Disketten wieder ausspielen beziehungsweise können schauen, was ist denn auf diesen Disketten so drauf, vielleicht auch noch die Dateien auf Ihrem Computer selbst sichern. Das wäre auch nochmal ein guter Tipp für Sie, wenn Sie die Disketten einfach auch mal entsorgen wollen. Sichern Sie das, indem Sie es digital ablegen. Und das ist wirklich ein super tolles Format. Übrigens geht das für Mac wie auch Windows gleichermaßen, also für beides kompatibel und ist einfach nur ein richtig schönes Laufwerk zum Nachrüsten, weil
gut, es sind ja selbst schon keine CD- und DVD-Plätze mehr im Laptop, keine, ja. keine Laufwerke mehr vorhanden. Das heißt, da brauchen wir das auch und für die USB-Fraktion haben wir hier jetzt genau das Richtige in dieser Sendung. Also ich denke, viele werden sich freuen, dass man das für 15 Euro jetzt kriegt. Ja. Ist eine schöne Zeit, finde ich, jetzt gerade die dunkle Jahreszeit, einfach mal die Disketten, die man noch zu Hause hat, einfach mal alle anzuschauen und zu gucken, was verbirgt sich da denn noch. Wenn wir jetzt mal so weit zurückdenken in die Zeit, als es noch Disketten gab, also als man noch die Disketten als Datenträger verwendet hat, da sind natürlich mitunter also auch noch ganz wichtige Daten drauf. Das können Zeugnisse und dergleichen sein. Mhm. Das können mitunter auch mal Schriftverkehre, Fotos und so weiter aus dieser Zeit sein. Ja, und auf einmal finden Sie die in irgendeiner Kiste hinten links im Keller und sagen, ja, super, da sind Sie ja, aber, oh Gott, ich habe seit 10 Jahren kein Diskettenlaufwerk mehr. Mhm. Wie soll ich die denn jetzt auf meinen Computer übertragen? Mit einem externen Diskettenlaufwerk einfach nur per USB andocken, ganz einfaches Plug and Play und dann ziehen Sie die Daten, die Sie sonst nur auf der Diskette hatten, einfach mal rüber auf die Festplatte Ihres Computers oder auf andere Speichermedien und hast sie damit quasi gerettet. Ja? Ja. Praktisch. Ja, super praktisch und ich denke, sehr, sehr viele haben eben noch diese Disketten da, ne? Mhm. Und das ist einfach auch platzraubend. Meine Mama ist ja gerade in so einer Phase, deswegen bin ich auch drauf gekommen, dass sie alles Mögliche aussortiert. Ich habe gestern auch in allen möglichen Ordnern mal geguckt, so aus Schulzeiten und Gott, in die Zeugnisse reingeguckt. Gut, Zeugnisse schmeiße ich jetzt nicht weg. Aber ich finde das gut, sich auch mal zu entlasten, ne? Weil also wenn du da einen ganzen Karton voll mit Disketten hast, wozu den noch aufbewahren? Ja. Einmal alles durchgucken und dann, oder überhaupt die mal abspielen zu können oder anschauen zu können, das ist ja den meisten einfach schon nicht mehr möglich. Damit macht es Sinn, vielleicht auch die Disketten einfach aufzuheben, wenn sie sie halt eben auch anschauen können. Ja, das wird sicher noch das ein oder andere Schätzchen, was Sie vielleicht schon gar nicht mehr unbedingt so auf dem Schirm hatten. Auf einmal finden Sie es wieder eben auf der Diskette. Fotos von einer goldenen Hochzeit, von einer silbernen Hochzeit. Aber wie kriege ich die Dinger jetzt darunter auf meinen Rechner? Mit einem externen USB-Diskettenlaufwerk in Slimline. Nimmt noch nicht mal großartig viel Platz weg. Also mein Diskettenlaufwerk früher war ungefähr so groß wie ein Schuhkarton. Das hier ungefähr so groß wie eine Postkarte. Für gerade mal 15 Euro ein wirkliches Highlight für diejenigen, die es gebrauchen können mit der PX 4803 und der 569. Bestellen Sie es nochmal ganz einfach das Plug and Play an den USB-Anschluss am Rechner. Am Laptop geht natürlich auch. Und dann rüber mit den Daten. So, jetzt braucht aber auch Ihr Laptop mal wieder Strom. Und der Drucker braucht Strom. Und die Lampe braucht Strom. Oje, ich brauche einen Mehrfachstecker. Den haben wir auch für Sie. Mit dem nächsten Artikel. Es schlägt wieder 15. Ja, und das ist eine ganz besondere Ausführung einer Steckdosenleiste, die mir so gut gefällt. Also erstmal, die Farbe ist schon mal für eine Mehrfachsteckdosenleiste eher ungewöhnlich. Ich würde sagen, ungewöhnlich schön, nämlich schwarz. Ich stecke das mal hier ein, oder mehr willst du? Ich wollte es dir gerade holen. Danke dir. Ich wollte dir den Strom zu Füßen legen. Diese Steckdosenleiste hat nämlich noch eine weitere Besonderheit. Oder sagen wir mal, drei weitere Besonderheiten. Ich glaube, das kommt hin. Wir haben hier eine wunderschöne Edelstahlfront. Oh ja. Wir haben ein eckiges Design, was super ist, weil Sie so diese Steckdosenleiste wunderbar an eine Wand anlehnen können. Die bleibt dann auch so da stehen. Sie sehen das und lümmelt nicht so rum. Und wenn ich hier drauf drücke, dann schaltet sich hier oben noch ein Licht ein. Und das ist richtig schick. Oh ja. Also so kannst du eine Mehrfachsteckdose auf jeden Fall mal zeigen. Und was wir jetzt hier auch sehr gut sehen können, wir haben sogar zwei USB-Steckplätze mit dabei. Also das heißt, topmodern sind wir mit dieser Mehrfachsteckdose unterwegs. Endlich eine Mehrfachsteckdose, die schick aussieht, die ich auf dem Schreibtisch wie hier beispielsweise präsentieren kann, die auch noch hier zum Beispiel ein Bild, was da an der Wand hängt, richtig schön in Szene setzen kann. Ja. Immer beliebt, wenn wir es in der 1515-Show haben. Und ich verstehe es, warum noch diese ollen weißen 0815 Mehrfachsteckdosenleisten kaufen, wenn es so schick geht, oder? In der Tat, in der Tat. In der Küche könnte ich sowas gebrauchen. Ja. Ich lade ja in der Küche immer meine ganzen USB-Geräte, mein Handy und so weiter auf. Wenn ich sowieso in der Küche brassel, dann kannst du ja parallel dazu aufladen. Ich brauche immer ein Netzteil dafür und eine Steckdose. Ja. Ja? In dem Moment, wo ich das Handy aber auflade, ist die Steckdose natürlich besetzt für andere Gerätschaften, die in der Küche genauso Strom brauchen wie mein Handy auch. Jetzt nutze ich ganz einfach die USB-Steckplätze
und habe noch 3 Steckdosen zusätzlich und eine schöne Beleuchtung in der Küche mal zu haben, gerade in diesem Winkel auch noch perfekt in der Wand, auf die Wand gestrahlt, ist natürlich auch mal eine ganz tolle Angelegenheit. Schönes Modell und sieht wirklich richtig peppig aus. Guck mal, wie schön das auch ist mit diesem Touch. Mit Touch, ne? Ja. 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 Stelle ich mir auch schön als indirekte Beleuchtung in der Küche vor. Absolut. Ja. Dass man das schön dekoriert in der Küche und dann die Küche einfach ausleuchtet und das große Licht nicht anmachen muss. Sehe, wir verstehen uns. Es ist genauso, wenn ich reinkomme. Links habe ich Beleuchtung, rechts habe ich nichts. Und wo ist die Arbeitsfläche rechts? Murphy, muss ausgeleuchtet werden. Mache ich im Moment mit ein paar LEDs mit Batterie. Das geht aber ganz schön ins Geld. Da ist sowas wesentlich schöner. Zumal Sie das hier auch gerade für 15 Euro bekommen können. Mit der ZX30 40 und der 569. Und wenn Sie mehrere Plätzchen haben, wo das gut gebraucht werden kann oder gut aussieht, dann bestellen Sie gerne mehrmals. Und zu guter Letzt hat Rebecca jetzt noch etwas, wo mir persönlich schon wieder das Wasser im Munde zusammenläuft. Ja. Wenn ich an das Ergebnis denke, Ihnen vielleicht auch, es schlägt wieder 15. In der Küche eine gusseiserne, gusseiserne Wendegrillplatte. Boah. Jetzt werden einige sagen, ja, Grill ist jetzt bei mir vorbei diese Saison. Oh, naja, es gibt immer noch einige, die gerne auch im Winter grillen. Auch da macht Grillen richtig viel Spaß. Aber auch in der Küche, Indoor, ist diese Grillplatte wunderbar. Und ich weiß, Merve, du liebst Gemüse. Ja, ich liebe Gemüse. Hast du hier auch schon Ideen? Da könnte man richtig schön Zucchini drauflegen, Aubergine, Paprika. Also die ist ja für alle Anwendungsbereiche möglich. Genau, kannst du im Backofen dann ideal reintun. Kürbis. Kürbis, auch eine sehr gute Idee. Aber Zucchini gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und der Vorteil an so einer gusseisernen Platte ist, dass die Garflüssigkeit hier noch erhalten bleibt. Das heißt, Sie können grundsätzlich auch mit weniger Fett beispielsweise kochen. Bei Fisch ist das auch sehr, sehr, sehr beliebt, diese Platte sie so zu verwenden. Und wenn wir mal zum Grillen kommen, natürlich wunderbar, dass wir hier eine gleichmäßige Hitzeverteilung haben, dass wir durch die Rillen auch keinen Verlust haben, wenn wir beispielsweise mal das Grillgut mit Marinade übergießen, so eine selbstgemachte Marinade oder irgendwie so eine spezielle Soße. Mir läuft das Wasser im Munde schon zusammen. Ja, lass doch mal die Zucchini und das ganze Zeug da weg. Ich habe kein Karnickel. Da gehört ein Kotelett drauf, da gehört ein Steak drauf, eine Bratwurst, Rostbratwürstchen, sowas, eine Folienkartoffel mit Knobi-Creme drauf, sowas in der Art. Alles, ich nehme alles, was mit dieser gusseisernen Platte gemacht werden kann. Wir müssen uns ja nicht entscheiden, wir dürfen ja bis zu 5-mal zugreifen, weißt du, Carsten? Ja, Gott sei Dank. Dann nehmen wir eine Platte fürs Gemüse als Beilage für dein gutes Steak. Genau. So, jetzt da sind wir alle glücklich. So, großartig. Vor allem, ich mag das hier auch, dass wir dieses Muster haben. Wir haben ja dann in dem Grillgut oder in dem Gemüse dieses gusseiserne Muster. Und das schreit schon immer so nach lecker. Das schreit nach Bratwurst. Ja, oder so ein schönes Steak. Oh. Wisst ihr, was auch richtig gut hier auf der anderen Seite geht? Wir haben ja nicht nur die gerillte Seite, wir haben ja auch noch eine flache Rückseite, die wir auch verwenden können. Auch da kannst du zum Beispiel Spiegeleier drauf machen. Das ist auch eine coole Angelegenheit. Ja. Oder kannst mal Pfannkuchen damit machen. Also du bist so flexibel mit dieser Platte. Wunderbar auch mit diesen 2 Griffen. Also sowohl fürs Grillen als auch fürs Kochen zu Hause eine richtige Bereicherung. Eine gusseiserne Platte, das ist auch ein richtig schönes Qualitätsmerkmal. Ja. Also das kann ich Ihnen nur empfehlen, mal auszuprobieren. 15 Euro, wie gesagt, ist ja auch hier wieder ein richtig guter Preis. Aber eben ein Preis, der nur für Sie exklusiv als Pöp-TV-Zuschauer gilt. Also dieses Gusseis ist ja für alles, was mit Grillen und Braten und so weiter zu tun hat, absolut fantastisch. Ja, ob das jetzt im Winter von mir aus auch mal im Backofen passiert oder jetzt im Sommer dann oder nächsten Frühjahr dann spätestens wieder auf dem Grill. Das ist so ein Alleskönner und den kriegen Sie heute nicht für etwas mehr als 30 Euro wie an den meisten anderen Stellen, sondern gerade mal für 15 Euro weniger als die Hälfte. Also mit der NC 57, 82 und der 569. Rebecca, danke schön. Das war ein sehr, sehr cooler Artikel. Ich glaube, da war für jeden das Passende mit dabei. Ich hoffe auch für Sie und jetzt bleiben Sie hoffentlich auch noch einen Moment bei uns.